Willkommen zum Miami International Autodrom, der Heimat des großen Preises von Miami. Diese tolle neue Strecke verläuft um das Hard Rock Stadium herum, in dem das NFL-Team Miami Dolphins zu Hause ist. Eine Runde beim großen Preis von Miami ist 5,4 Kilometer lang und führt uns um das Hard Rock Stadium herum. Unsere Fahrer müssen sich auf 19 Kurven und knappe Rad-an-Rad-Duelle einstellen. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und Fernando Alonso macht die erste Reihe komplett. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Perez, Sainz. Leclerc, Oscar Piastri. Hamilton, Stroll. Albon, der einzig wahre. Gasly, Russell. Bottas, Ocon, Tsunoda, Magnussen, Ricardo, Hülkenberg, Norris und Guanyu Zhou. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Okay, let's see if we can push for a top 10 position today. Welcome to Miami und damit herzlich willkommen zurück zur F1 24 Fahrerkarriere hier auf dem Pixelane-Kanal mit mir, dem Ray. Ja, Jeff sagt schon, Top 10 Finish wäre natürlich geil, würde ich nehmen. Denn, ja, wer ja das Qualifying oder beziehungsweise die gesamte Folge gesehen hat, weiß, ja, Miami ist nicht unbedingt meine Paradestrecke. Ist aber völlig fein. Jeder hat mal stärkere, mal schwächere Strecken und von dem her bin ich mehr als zufrieden, dass ich von P10 starten kann. Ich habe mich allerdings für P12 qualifiziert, das muss ich nochmal klarstellen. Es gab Crit-Strafen und auch Alex, der direkt vor uns steht, also wir waren quasi on par, was die Williams-Performance angeht. Von dem her, wie gesagt, kann ich nur zufrieden sein. Der hat sich für normalerweise P11 qualifiziert. Also für uns beide ging es zwei Plätze nach vorne, was wir ja schon mal auf jeden Fall sehr gerne annehmen. Und da ja in Miami immer die Sonne scheint, habe ich natürlich auch mit der Sonnenbrille schon mal vorgesorgt. Allerdings, ja, okay, sie scheint nicht immer, wie wir sehen. Nein, es soll tatsächlich stark regnen gegen Ende. Und das stellt mich wirklich vor eine große, 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 große Frage. Es gibt zwei Möglichkeiten, drei Möglichkeiten in diesem Rennen. Ich fahre so und fahre so durch, weil der Regen nicht so stark ist, sodass wir mit Slicks quasi, also auf den Slicks bleiben können und durchfahren können. Also wir brauchen vielleicht gar nicht mehr auf Regenreifen, Inters oder so wechseln. Wenn dem so der Fall wäre, wäre wahrscheinlich die umgedrehte Strategie sogar besser, denn es ist ja bekannt, dass wenn bei rutschigen Bedingungen, feuchten Bedingungen, leicht nasse Bedingungen, aber immer noch Slick-Bedingungen, sind natürlich weichere Reifen besser als harte Reifen. In dem Fall wären natürlich vielleicht die Mediums hinten dran besser, also auf hart starten, dann auf Mediums gehen. Sollte aber der Fall eintreten, dass wir doch auf Inters gehen müssen, dann wäre die Variante wahrscheinlich sogar die bessere, weil, ja, wir am Anfang diesen Mehrgrip der Mediums auch wirklich nutzen können, diese schnelleren Reifen, weil sonst, ja, würden wir halt in der Gesamtzeit wahrscheinlich zu viel verlieren. Und ich kann das halt absolut gerade nicht einschätzen in diesem Spiel. Wir haben auch quasi noch gar keinen oder kaum Regenerfahrung in dieser Karriere. Und deswegen hätte ich jetzt fast gesagt, wir können das Risiko gehen, können es auch nicht gehen. Ich glaube, ich bleibe so. Am liebsten würde ich jetzt gucken, auf was für Reifen Alex ist, aber dann würde ich ja sehen, auf welchen Reifen alle anderen sind, was eigentlich unfair ist. Ist es unfair? Ich weiß es nicht. Ich mache es jetzt trotzdem mal. Im Prinzip will ich eigentlich nur wissen, was Alex hat. Was die anderen haben, ist mir eigentlich egal. Weil wenn er auch auf Mediums startet, dann, also ich will auf den gleichen Reifen starten wie er, ja. Also wir sehen aber, Piastri zum Beispiel startet auf Hard. Aber ja, egal. Interessiert nicht. Alex auf Medium, deswegen starten wir auch auf Medium. Na, dann sind wir on par, dann passt das schon. Wie gesagt, personalisiert, eingestellt. Spritmenge, glaube ich nicht, dass wir so viel extra brauchen. Ich hatte nie das Gefühl, dass wir wirklich viel Sprit verballern. Deswegen, ich tank mal ab. Soll das doch nicht reichen? Ja, aber es regnet am Ende, also Sprit sollte kein Problem sein. Hier würde ich auf jeden Fall so starten und der Rest lassen wir einfach mal. Und jetzt habe ich genug geschnackt. Aber das ist jetzt einfach mal meine Gedanken zur Strategie. Wir haben auch gerade gesehen, Temperatur richtig warm, obwohl es schon hier gegen Abendsonne geht. Aber naja, wir gucken einfach mal. So oder so, es geht rein in die Einführungsrunde und dann auch gleich ins Rennen. Es wird ein wilder Ritt, das steht schon mal fest. Es wird ein wilder Ritt. Aber ich freue mich drauf. Und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, dass du mit dabei bist bei diesem Rennen.
Okay, so our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. We want them nice and warm by the end of this lap. Ja, für diejenigen, die eben die Qualifying-Folgen nicht schauen, ist auch völlig fein. Ist ja nur ein Angebot. kurz aber nochmal zusammengefasst, wo so ein bisschen die Problematik liegt von mir im Vergleich zur Konkurrenz. Und das ist tatsächlich insbesondere beim Rausbeschleunigen. Also die Konkurrenz hat gefühlt mehr Traktion unten raus, macht wahnsinnig viel Meter gut aus diesen Beschleunigungsphasen. Ich habe zwar versucht, ein Setup zu bauen, was möglichst genau das besser macht, aber so gut wie die kriege ich es tatsächlich nicht hin. Und das ist jetzt auch nicht eine Williams-Geschichte, weil Alex macht das genauso gut. Meine Stärken liegen tatsächlich dann aber im Mittelsektor bei diesem Geschlängel-Gedönse da. Man kann natürlich, und das muss man auch ehrlich ansprechen, das kann auch eine KI-Geschichte sein, dass die KI einfach, und das ist ja bekannt, die hat ja nicht exakt die gleiche Fahrphysik, sondern die ist ja nur eintrainiert, eingeschult, nicht gestuhlt, geschult. Und dementsprechend ist sie halt hier wohl schlechter in diesem Abschnitt. Dafür aber halt diese Beschleunigungsphasen einfach besser als das, was wahrscheinlich die Physik hergibt. Sei es drum, wir nehmen es jetzt mal so an. Also wie gesagt, die Stärken und Schwächen gleichen sich mehr oder weniger aus, würde ich jetzt behaupten. Auch wenn natürlich die KI schon an mehreren Stellen Vorteile hat und ich nur in diesem einen Sektor den Vorteil habe. Aber wir nehmen es an, wir gucken, wie es ist und hoffen einfach, dass dadurch vielleicht auch eine entsprechende Spannung entsteht, wenn nicht alles exakt gleich ist. Plan ist auf jeden Fall wie immer im DS-Train zu bleiben und natürlich jetzt auch einen guten Start zu erwischen. Vor allem der Flügel muss dranbleiben, das ist ganz wichtig. So oder so wünsche ich dir die bestmögliche Unterhaltung beim großen Preis von Miami hier in den USA bei unserer Fahrerkarriere mit Williams. Ich freue mich drauf, ich hoffe du auch, auf ein geiles Rennen. Okay, incredible parking there, nice one. That's gonna give you the edge if you can get a good launch as the race starts. Let's go. Keep an eye on the lights, the start... Nicht der beste Start meinerseits. Viel Wheelspin gehabt. Alex dafür einen Bombenstart. War jetzt hier im Sandwich. Aber irgendwie halte ich die Nase nach vorne durch. Sehr gut. Ja, ich glaube, ich habe die Reifen ein bisschen zu wenig warm gefahren. Das war jetzt der Fehler. Da habe ich zu sehr auf die Umgebungstemperatur vertraut. Alex macht einen guten Job. Aber Alex sowieso ein Premium-Fahrer Deluxe. Und das ist ja auch Piastri auf den Harten, ne? Da hatte eh da ein bisschen Struggles. Vielleicht die Chance, mit vorbeizugehen. Wäre geil. Riskier hier gerade mal ein bisschen mehr ERS. Natürlich jetzt blöd, dass Alex hier auch gerade ein bisschen Probleme hat. Wenn Alex jetzt klar da vorne geblieben wäre, hätte ich, glaube ich, vorbeigehen können. So reicht es leider nicht. So setze ich jetzt Piastri durch. Und dadurch entsteht jetzt natürlich die erste große DRS-Train-Lücke wahrscheinlich. Aber so ist es. Das gehört aktuell dazu. That's a decent start. Good job. Lass sie mal da ein bisschen fahren da vorne. Ja, Piastri ist deutlich langsamer mit den Harten gerade. Wird natürlich nicht immer so bleiben. Aber ja. Ein bisschen aufpassen in der Dirty Air. Müssen auch gucken mit Russell. Der wird natürlich auch vorbei wollen. Also heiße Startphase auf jeden Fall. Äußerste Konzentration und Wachsamkeit. Grip-Level der Strecke ist aber gut. Hat zwar zwischenzeitlich mal geregnet im Sprint-Qualifying, aber es hat sich kaum bemerkbar gemacht. Also ganz anderes Feeling direkt vom Start weg schon im Vergleich zu China, wo ich einfach gefühlt gar keinen Grip hatte das ganze Rennen über.
Ja, hier staut sich das immer wieder ein bisschen, deswegen Piastri auch wieder dran am vorderen Train. Aber seht, guck mal, wie Alex, wie viel Meter der gut macht, trotz dass ich hier überholen war. Wahnsinn. Also wie gesagt, dieses Rausbeschleunigen ist crazy. Da machst du nichts dagegen. Ich fahre jetzt aber auch nicht auf vollem Risiko gerade, sondern ich versuche jetzt wirklich hier einen ganz ordentlichen Rhythmus zu fahren, die Reifen entsprechend ordentlich auf lange Distanz zu halten und dann zur nötigen Zeit dann das Risiko zu erhöhen oder das Tempo zu erhöhen und die da raus beschleunigen, das ist unfassbar. Ich muss so viel ERS quasi opfern, um überhaupt dagegen kontern zu können. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Dafür kommen wir hier dann wieder easy peasy ran. Das ist genauso verrückt. Naja, unterschiedliche Stärken und Schwächen. Was es aber für uns halt schwierig macht zu überholen, weil da, wo wir stärker sind, können wir nicht überholen. Ich denke, es ist auch nicht eine Frage der Zeit, bis Russell den Angriff macht. Boah, jetzt regt es uns hier richtig weit raus. Und da ist gar kein Grip da draußen. Das war's. Okay. Schwierig. Ne, da machen wir nichts. Schwieriges, schwieriges Pflaster. Upsala, bisschen zu früh rein. Das kann uns auch richtig aushebeln, das wollen wir nicht. Ja, ich sag's jetzt noch einmal, ich hoffe einfach wirklich, dass dieser Fix mit diesen DRS-ERS-Trains halt relativ schnell auch kommt. Weil ich finde diese Rennen so unspektakulär. Ich hoffe trotzdem, dass ihr Spaß habt an den Rennen. Ich selber finde halt, das ist... Okay, mate, engine's running too hot. Engine is running too hot. Let's keep it a bit cooler for now, please. Egal. Ja, die ziehen mir einfach aus dem ersten Sektor so krass weg, dass ich überhaupt nicht in irgendeine Dings komme. Da gab es jetzt einen Crash oder irgendwas. Ja, da kannst du keinen Angriff setzen. Und so viel schneller bin ich auch nicht, dass ich mich da daneben setzen kann. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja, mal gucken, für die kommende Saison, ob wir da irgendwie hinbekommen, nochmal ein Setup, was noch besser rausbeschleunigen. Das kommt deutlich früher, der Regen. Interessant, aber klar, die Wetterprognose ist ja nur ungefähr, sie ist ja nicht perfekt. Weiß allerdings nicht, ob der Regen uns hilft.
oder ob er uns schadet. Das werden wir dann rausfinden. Mal gucken, einfach ins Rennen reinkämpfen. Ich habe schon gesagt, Miami nicht mein stärkstes Pflaster. Aber sowas muss man dann einfach auch als Erfahrungswert ab- oder mitnehmen und dann halt vielleicht in Zukunft hier vielleicht stärker auftrumpfen. Mit vielleicht einem besser entwickelten Fahrzeug, was mir dann besser liegt, was dann meine Schwächen vielleicht besser kaschieren kann. Ich weiß es nicht. Ja, Russell, klar, schneller. Müssen wir jetzt wieder an Alex dran. Ich denke, das wird auch der Kampf sein am Ende des Tages. Die vor uns sind eh alle nominell schneller. Dass wir halt gucken müssen, dass wir irgendwie vielleicht an Russell dranbleiben oder vielleicht im entscheidenden Moment vielleicht sogar vorbeiziehen können. Jetzt gibt es sogar Gelb da vorne. Ich glaube, ein Red Bull hat da Probleme. Gasly macht auch schon Druck hinten. Jo, der ist abgeraucht. Alter, ganz schön viel Motorschaden an dem Wochenende. Okay, ist Verstappen sogar, okay, krass. So, Motor wird jetzt gerade ein bisschen zu heiß, ist mir aber wie schon gesagt gerade egal. Muss gucken, dass ich hier dranbleibe. Auch wenn wir jetzt ein bisschen gewarnt sind mit dem abrauchenden Motor. Allerdings, wir haben ja auch kein Honda, ne? Weil der Motor, der im Sprintrennen abgeraucht ist, war ein Mercedes. Nämlich in Form von Norris seinem Motor. Ja, spannende Nummer, ey. Okay, nice work. Really good job with that target, mate. Ja, hab alles dafür getan, Chef, wie du gemerkt hast. Der Alex hat jetzt kein DRS mehr. Dementsprechend sollten wir vielleicht dann doch die Chance irgendwann bekommen für einen Angriff. Wie gesagt, ich fahre noch nicht am absoluten Limit, weil ich es aber auch gerade nicht riskieren möchte, irgendwie mich irgendwo abzusegeln. Reifenabrieb okay. Vorne rechts ist klar, dass der ein bisschen mehr leidet. Oh, kleiner Kontakt. Da wurde er doch ein bisschen mehr langsamer als gedacht. Ich glaube, Reifenabrieb ist echt völlig in Ordnung. Also ich glaube, da manage ich gerade richtig gut.
würde ich jetzt behaupten, vom Gefühl her. Vielleicht ist das die Chance, die wir dann haben. Ich habe jetzt gerade am Anfang sehr darauf geachtet, nicht zu krass ans Gas zu gehen beim Rausbeschleunigen, dass die Reifen gerade fürs Rausbeschleunigen bis zum Ende hin gut sind. Das ist noch kein Angriff. Wetterbericht. Wetterbericht. We think we might see some rain. ETA about 15 minutes. Dry is definitely seem like the fastest tire at the moment. Guck mal, Alex ist auch wieder rangekommen an den Train. Krass. Das staut sich halt so krass an diesem Mittelsektor. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Rennen ist so ein richtiges Geduldsspiel. Vor allem halt der Regen, ne? Diese Komponente, die halt auch nochmal so ein bisschen jetzt in der Luft steht. Was wir die ausrichten oder bewirken. Ja, meine Chance verpasst. Er hat jetzt auch wieder DRS. Ich dachte vorher doch vorbeigehen sollen, aber wäre ich dann überhaupt nochmal in dieses Fenster gekommen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, glaube Alonso führt. Mega geil. Aston Martin sowieso saustark und das hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, man sollte sich sowieso nicht zu sehr in diesem Spiel auf reale Ergebnisse versteifen oder reale Performances. Wenn der Williams hier halt besser ist, ist er hier halt einfach besser, fertig. Man sieht es ja wie gesagt auch an Alex und gemessen an ihm sind die Ergebnisse, die wir bis jetzt hatten, auch immer völlig fein gewesen. Ja, ich habe das Gefühl, dieses etwas Reifenschonen hat es schon gebracht. Ich habe das Gefühl, die beschleunigen nicht mehr ganz so gut raus wie am Anfang des Rennens. Also ich glaube, das hat schon vielleicht ein bisschen was gebracht, das Hinterreifen ein bisschen mehr zu schonen jetzt. Aber da muss ich es jetzt auch irgendwann vielleicht sogar in den Angriff ummünzen können. Ja, Wolken ziehen auf jeden Fall zusammen. Ich würde gerne halt vor Alex noch in die Box kommen. Also ich will eigentlich vor ihm. Ich muss mich vor dem Regen vor ihn setzen, glaube ich. Sonst verlieren wir zu viel. Also muss ich jetzt vielleicht doch das Risiko ein bisschen erhöhen langsam. Aber ich bin hier einfach zu weit weg, das bringt nichts. Und ich glaube, die Phase wird jetzt dann gleich irgendwann kommen.
Boah, ich muss mal ein bisschen besser bremsen. Ich bremse hier viel zu blöd hier rein. Hinten hinter uns hat es gekracht. Es scheint. Ja, solange er halt auch DRS hat. Wir sollen jetzt eigentlich in die Box. Wetterbericht. The rain's a few lap outs yet, but it is coming, so be careful. Okay, dry seem like the best tire for now. Okay, mate, okay, that's Alexander ahead. Come on, mate, this is it. Let's try and get past them quickly. Ja, das habe ich schon gemerkt, das wird nichts werden. Und jetzt habe ich hier die Stelle gerade richtig versaut. Jetzt werde ich wahrscheinlich gleich noch von Gasly aufgeschlupft. Reifen sind eigentlich noch super. Problem ist, wenn jetzt der Regen kommt, soll ich nicht versuchen... Problem ist, wie stark wird der Regen sein? Brauche ich überhaupt Inters? Das ist die Frage. Und dann verliere ich am Ende vielleicht zu viel. Andererseits muss ich sagen... Wir müssen jetzt irgendwie was riskieren. Und ich glaube, ich gehe jetzt wirklich in die Box und hoffe einfach, dass der Regen nicht so stark ist, dass wir Inters brauchen. Okay, be aware, the grip levels are gonna start falling away soon. Und deswegen gehe ich jetzt in die Box und okay, pit in this lap and remember the speed limit. We'll be penalized if we exceed it. Keep that in mind as you approach. Oh Mann, ey, sowas hasse ich, ne? Erst vorbeisetzen und dann so ein dummer Move machen. Oh. Ich bin übrigens schon mal nicht der Einzige, der jetzt reingeht. Ja, ich glaube, der Undercut wird jetzt halt nichts, weil die Harten werden zu lang brauchen, bis sie auf Temperatur sind. Guter Stop, ja, 2,4 Sekunden. Und jetzt durch das Manöver von Gasly hat es halt richtig Zeit gekostet. Müssen wir nicht drüber reden. Muss aber sagen, ich habe vorher zu viel ERS verballert. Und konnte es dann nicht verteidigen. Ist also auch teils mein Fehler. Aber jetzt hoffe ich einfach mal, dass wir trotzdem relativ schnell die Harten ans Arbeiten bekommen. Und trotzdem irgendwie ein bisschen aufholen jetzt auf Alex. Oh Gott, komm. Ja, die sind viel zu kalt jetzt. Dann haben wir hier mal ein bisschen freie Fahrt. Das können wir vielleicht ein bisschen ausnutzen. Alexander's coming in for his stop now. Da bin ich jetzt mal gespannt. Okay. Hat scheinbar doch gut geklappt, der Undercut, oder? Ich habe gerade keine Übersicht, ist auch egal. Wir bleiben jetzt hier erstmal irgendwie dran. Boah, Vorsicht. Alexander's in the pits. Alexander in the pits. Er müsste hinter uns sein. Direkt in der Kolonne hinter uns. Also das hat der Undercut hat doch noch irgendwie ein bisschen was gebracht. Oh, Strong macht natürlich direkt die übelste Attacke jetzt hier. Und ich verbremse mich. Kann es aber erstmal noch
kontern. Ja, ich muss jetzt langsam die Balance, glaube ich, verändern. Sonst kriegt er zu wenig Bremsdruck rein. The car ahead of you has just fitted the hard tires. Car ahead now on the hard compound. Ja, wäre auf jeden Fall ein Fehler gewesen, auf den Regen zu warten. Er ist immer noch nicht da. Und wir wissen auch wirklich nicht, ob das dann Inter-Bedingungen wären. Wenn mir ist das so absolut richtig. Ich denke, Russell wird uns jetzt rausfahren aus dem DRS-Fenster. Wir können das Tempo, wie gesagt, hier in dem Sektor einfach nicht so mitgehen. Okay, mate, that's Russell just ahead. Push for the position. They're holding us up now, so let's please try and get past. Nein, der hält uns nicht auf, Jeff. Ganz im Gegenteil. Was ich mir gerade noch überlegt habe, könnte auch sein, dass das krasse Rausbeschleunigen bei denen, wobei eigentlich dürfte das nichts ausmachen, an der Motorbremse liegt. Ne, das. Die Motorbremse, die wirkt ja eigentlich... Ne, wobei, die dürfte eigentlich nur wirken, wenn wir nicht ans Gas gehen. Keine Ahnung. Ist auch egal. Es ist jetzt halt so, die haben einfach bessere Traktion. Fertig. Und Alex ist einfach ein Künstler, der kriegt das auch hin. Okay, we don't think we're far away from rain now. I'll keep you updated as conditions change. Wenn wir es halt irgendwie schaffen, okay, so we're leading our team an Russell zu bleiben, wäre schon geil. Auch wenn Stroll Druck des Jahrtausends macht. Jetzt ist der Regen da. Das ist jetzt spannend. Das ist jetzt richtig spannend, vor allem das ist ein ziemlich langes Rennen, was wir jetzt hier noch zu fahren haben. Ja, ich fahre zu früh nach links rein, deswegen verliere ich halt auch viel Schwung. Ich muss länger außen bleiben. Aber das ist so leicht gesagt, ne? Wie jetzt schon kein DRS mehr? Oder war ich schon jetzt aus dem Fenster raus? Ich war jetzt schon aus dem Fenster raus, die hinter mir haben nämlich DRS. Sehe ich gerade. Ich glaube, wir fahren jetzt hier einfach wieder rein, dann passt das schon. Und Russell hat hier die Lücke zugefahren wieder. Er ist so krass, einfach diese DRS-Brills. Ja, da haben wir nämlich wieder DRS. On those slicks. These conditions are making the line a bit greasy, but we're still nowhere near the changeover point. Hey, fühlt sich ja noch gut genug an, muss ich sagen. Aber wie gesagt, wir haben jetzt eh keine Regenerfahrung. In den letzten Teilen habe ich es immer sehr gut gespürt, wann man wechseln muss. In dem Teil fehlt mir die Erfahrung da komplett. Und wie gesagt, da das im aktuellen Teil sowieso noch ein bisschen komisch ist, dass man wirklich sehr lange auf Slicks draußen bleiben kann. Mal schauen. Ja, ich krieg halt das Auto hier dann nicht rein rotiert. Ja, schwierig. Und wird heiß gekämpft. Aber es sind auch wieder Leute oder Teams, mit denen wir uns eh nicht messen müssen. Deswegen alles easy. Allerdings sind halt direkt hinter uns auch die Leute, mit denen wir uns messen müssen. Ausnahme jetzt Stroll. Ja, ne, das ist ja wieder alles so eng zusammen. Schauen wir mal.
starting to catch the car in front, but we need to look after the tires. We won't be making another pit stop. Es war auf jeden Fall kein Fehler, das Setup ein bisschen stabiler auszulegen, gerade für solche Bedingungen. Das ursprüngliche Setup, was ich fahren wollte, wäre deutlich aggressiver gewesen. Schneller wahrscheinlich bei perfekten Bedingungen, aber das sind keine perfekten Bedingungen. Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall raus und... Ne, ich habe noch DRS, Glück gehabt. Es wird schmieriger, würde ich behaupten. Aber alles easy vom Fahren her noch. Bin mir gerade noch nicht sicher, ob ich Stiff runterstellen soll. Das könnte zumindest mal dieser schnellen Links helfen. Aber ja, müssen wir mal gucken. Dass er ein bisschen besser rumrotiert. Ja, jetzt wird's rutschig. Upsala. Ich probier's mal. Ja, man merkt's auch auf der Bremse. Wirklich helfen tut's nicht. Würde ich sagen, das Auto wird nur unruhig. Können jetzt aber auch. Ich gehe wieder auf 56. Kein DRS, das ist nämlich jetzt blöd. Mach den Weg mal ganz eng für ihn. Nur so viel Platz, dass er überleben kann. Hoffen, dass wir, Vorsicht, hier wieder rankommen. Ja, jetzt ganz eklige Phase. Nur ein bisschen konzentriert bleiben. Bremse ein bisschen mehr Gefühl, dann geht es schon. Das würde ich nämlich auch mal sagen. Start to struggle in these conditions. If we pit for instance now, we're going to be too slow and burn them out. Make the best of it for the time being. Ja, also wie gesagt, die einzige Chance, die ich aktuell habe, ist wirklich versuchen, da irgendwie mit Ach und Krach an der Gruppe dran zu bleiben, keinen größeren Fehler mehr zu erlauben. Das ist die beste Chance, die ich habe. Man ist halt derzeit einfach, oder so wie es ist halt aktuell, ich muss es nicht nochmal wiederholen, dass das die größte Problematik seit Release von diesem Spiel ist mit diesen DRS-ERS-Trains. Es ist es halt so. Okay, the forecast suggests this rain's gonna keep getting stronger for at least the next 15 minutes. Und deswegen, ja, kämpfe ich quasi mit gezogenen Zähnen. Aber man kann damit trotzdem was schaffen. Man muss halt versuchen, nahezu fehlerfrei zu bleiben. Ach, schwierig. Jetzt wusste ich nicht, wie viel Grip ich wirklich habe. Das hat sich gerade nicht gut angefühlt.
Ja, das Grip-Level nimmt ab. Oh je, das nimmt richtig ab gerade. Jetzt bin ich auf jeden Fall raus aus dem DRS-Fenster. Das macht es jetzt ganz schwierig hier. Ja, schlagartig Grip-Level abgenommen. Ich riskiere jetzt mal wirklich mehr ERS zu verballern, damit ich vorne bleiben kann. Und in der Hoffnung, es staut sich hier jetzt wieder und ich kann da quasi ranfahren. Ah, das ist richtig rutschig jetzt. Aber ja, solange es DRS gibt, das Spiel kennen wir ja. Boah, ist schon schwierig gerade. Normalerweise würde man jetzt denken, okay, stell das Diff runter, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das Diff gerade schuld ist fürs Rutschen, sondern das rettet uns gerade noch den Arsch so ein bisschen. Das war's jetzt. Das waren zu viele Quersteher. Also ich probiere es mal mit Diff weniger. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das wirklich hilft. Jetzt nochmal auf der Bremse. Scheine ich ganz guten Rhythmus zu haben, gerade bei den Bedingungen. Das rettet mir gerade ein bisschen den Arsch, aber... Das ist aber schon echt schmierig. Wieder kein DRS. Nee, Shortshiften bringt gar nichts. In dem Teil ist Shortshiften einfach kompletter Müll. Das nervt. Ja, jetzt sind sie davon auf jeden Fall weg. Okay, komm. Mal konzentrieren, das ist schwierig, aber ich muss es jetzt einfach annehmen. Das Beste versuchen aus. Ja, ja. Alter, ist das ekelig. Oh je, jetzt kommen sie von allen Seiten. Ja. In den alten Teilen wäre ich jetzt schon längst reingefahren, aber in dem Teil bin ich mir da nicht so sicher, ob das wirklich... Upsala, der Fall ist. Oh, sorry, bin ans Mikro gekommen. Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Boah, sehr gefährlich.
Ich habe halt hier gar keinen Grip. Das ist Schmierseife pur. Boah, was er macht. Ja, die einzige Stärke, die ich gerade habe, ist auf der Bremse, muss ich sagen. Ich probiere es jetzt auch nochmal mit ein bisschen weniger. Ja, jetzt muss ich sie vorbeilassen. Fuck. Leider nicht im DRS-Fenster, das killt mich gerade ein bisschen. Ich hoffe jetzt, dass ich aber hier in der Phase wieder ein bisschen reinkomme. Oh, ja, jetzt funktioniert auch die Bremse nicht mehr. Muss ich aufpassen. Und dass sogar Alex, der vorbeizieht. Das ist natürlich genau das, was ich jetzt nicht brauchen kann. Das ist mein Teamkollege hier. Jetzt ist hier tatsächlich DRS auch aus. Ja, jetzt habe ich vom ERS-Management einfach auch nichts mehr hinbekommen. Boxenstopp. Ich riskiere es, jetzt ist eh egal. Oh, ich bin im siebten Gang. Warum bin ich im siebten Gang? Ich weiß, sind jetzt nur noch ein paar Runden, aber... Das kann, wenn die jetzt richtig langsam werden, kann das einen Unterschied machen. Es ist eh egal, ob wir jetzt Letzter werden oder Elfter. Ich hab's eh versaut jetzt mit den Punkten. Okay, go, go, go. Perfect job from you and the crew there, mate. We're delighted with that. Up to speed now, let's get some heat into those tires. Hoffe ich halt, dass die auch wirklich super viel schneller sind. Also vom Gefühl her habe ich auf jeden Fall schon gleich mehr Grip. Okay, volle Konzentration jetzt. The gap to the teammate ahead of us, 18.0 seconds.
Okay, keep an eye on that gap ahead, please. 2.0 seconds. Okay, mate, final lap. Keep your concentration and let's bring it home. Den Essen zwar nicht mehr bekommen, aber oh. Also es war natürlich ein bisschen harter Move gegen Alex, muss man sagen, aber hey, es ist Regen, da rutscht man, alles gut. Und ey, was für ein Move, volles Risiko. Aber es hat sich gelohnt. Es ist an der Zeit, den Top-Fahrern die Pokale für den heutigen Grand Prix zu überreichen. Im Fahrerlager sind eine Menge Leute sehr glücklich mit diesem Resultat. Aston Martin steht heute ganz oben. Ja, und hier haben wir es schwarz auf weiß oder weiß auf schwarz vielmehr. Puh, zwei Pünktchen gibt's. Also wie gesagt, man kann jetzt drüber schreien, ich muss mir auch nochmal angucken, ob das Manöver gegen Alex zu hart war. Das Ding war halt, die Reifen haben dann mal angefangen zu, also ich habe gebremst, schon auf letzter Rille und dann hat man es ja gehört, das hat so richtig gequietscht. Also es war halt dann schon am Lockup und den Lockup kriegst du in F1-24 nicht mehr gelöst. Wenn der einmal da ist, ist er da. Ich glaube, es war natürlich eine Berührung und so, aber ich würde jetzt behaupten, das ist noch im Rahmen. Wir können es uns aber auch gerne nochmal angucken. Ich speichere mal ganz kurz ab. Wir können ja mal kurz in die Wiederholung gehen und wirklich mal so wirklich zur letzten Runde springen. Aber trotzdem, dass der Poker sich so am Ende noch ausgezahlt hat. Das ist schon die letzte. Ne, das ist die Zieldurchfahrt. Ah, guck mal, wie knapp aber, ne? Also die Ziellinie ist halt leider hier vorne. Aber. Ja, ich glaube, ich hätte das ERS mir nicht so viel auf der Langgerade, auf der ersten Langgerade verballern müssen, sondern wirklich, weil ich hätte ja wissen müssen, ich komme vorne im zweiten Sektor ja ran und da halten die mich eher auf, was ja auch der Fall war. Und dann lieber am Schluss nochmal mehr ERS. Aber gut, das ist eine Erfahrung, die nehmen wir mal mit fürs nächste, das nächste Mal. So, dann springen wir mal, weil ich hätte jetzt eigentlich auch, egal, ich spule jetzt trotzdem mal vor.
Das war halt auch riskant hier, hier rein zu sneaken. Ne, wie gesagt, hier hätte ich glaube ich nicht so viel ERS verballern sollen, damit ich hinten raus mehr habe. Weil eben hier komme ich ja ran und hier war ich ja dann auch schneller und ne, hier haben sie mich halt dann aufgehalten. Das heißt, das alles, was ich vorher aufgeholt habe, war Quatsch. Ich hätte es hier ja eh, wäre ja eh zugefahren und hier hat mir dann das ERS gefehlt. Wenn ich hier jetzt mehr ERS gehabt hätte, hätte ich mich wahrscheinlich klarer schon daneben setzen können. So, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Ja, man hört es richtig. Ja, also, come on, oder? Wir gucken es mal aus der Sicht von Alex an. Natürlich ärgerlich für ihn, muss man klar sagen. Aber, warte mal, wo ist denn die Kamera? Gucken wir es mal so aus seiner Sicht an. Gut, er hat auch Lockup. Ja, er lässt die Lücke offen. Natürlich gibt es einen kleinen Kontakt, aber... Ja, also ich würde sagen, also... Ja, ich bin ein bisschen parteiisch, ich weiß. Aber ich würde sagen, es ist okay. Könnt gerne mal eure Meinung schreiben. Ich bin da völlig offen. Ihr könnt es eh nicht mehr ändern. Es ist jetzt so. Wir können es gerne auch nochmal aus meiner Sicht angucken. Wald auf letzte Rille. Ich meine, ich habe die Kurve bekommen. Ne? Also das ist, ich bin ja nicht komplett daneben geschossen oder habe ihn komplett abgeschossen. Ja, und hier, ey. Egal, wir haben immerhin trotzdem noch den Alpha Tauri, wollte ich schon sagen, den Racing Bulls bekommen. Aber dass es am Ende doch noch so ausgeht, ey. Ich dachte, wo dann zwischenzeitlich die Meldung kam, ja, hier 20 Sekunden, da ist, boah, 20 Sekunden in zwei Runden, drei Runden. Aber das sieht man mal, wenn es halt regnet und die Slicks dann wirklich nicht knetthauken, dann kosten die halt richtig, richtig. Und geiles Finish. Auf jeden Fall hatten wir am Ende jetzt nochmal schön ein paar Überholmanöver etc. pp. Von dem her passt es. Und ja, war ein trotzdem cooles Rennen. Ausgegebenen Umständen, wie gesagt, dass das halt so eine lange im DRS bleibende Train-Geschichte ist. Das kennen wir ja mittlerweile. So ist es halt. Wir müssen es annehmen, bis halt das Update kommt. Vielleicht kommt es ja die Woche auch schon, wäre ja geil. Vielleicht auch, wenn die Folge erscheint, ist es schon erschienen. Alles ist ja möglich. So oder so. Wir nehmen das jetzt erstmal so an und ich glaube, gerade hinten raus war es jetzt ein geiles Rennen. Also der Regen hat es möglich gemacht und meine spontane Strategie hat es möglich gemacht. Und hätte ich diesen Downshift nicht verkackt und wäre da im siebten Gang gehangen, wäre ich vielleicht sogar noch ein bisschen näher ran gewesen, dann wäre das Überholmanöver vielleicht sogar auch noch gegen Stroll geglückt, sei es drum, ich nehme es gerne an, Punkte nehme ich gerne mit, ich würde sagen, ich lasse dich nochmal mit den Highlights alleine und ansonsten bin ich jetzt schon mal raus, mach's gut und bis zum nächsten Mal, ciao!